Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Adventure mit dem guten Dwayne. Hallöchen. Hi. Wir sind hier letztens in einer Nachbildung von dem Kolosseum in Rom angekommen. Richtig. Nach einem gigantischen Rant. Oh ja, also ihr könnt gerne in den letzten Part reingucken. Da habe ich bestimmt 5 Minuten mich über Kommentare aufgeregt, wenn nicht länger. Keine Ahnung. 6 Minuten müssten es gewesen sein, also schon eine schöne Zeit. Ja, also manchmal ist das halt so, ne? Ist halt so. Aber muss jetzt sein. Und jetzt aber gehen wir weiter. Wir wollen da drinnen, also von der Story-mäßig ist da drinnen wahrscheinlich hier mehrere Wappen oder so, womit wir weiter digitieren können. Und wir müssen digitieren, sonst können wir ja Etimon nicht besiegen, weil er halt richtig einen Song beherrscht, womit unter seinem Servernetzwerk da, was er unter die ganze Karte, unter der Wüste gelegt hat, man kann da nicht digitieren. Und das ist das Problem. Und deswegen brauchen wir diese Wappen und... Soll ich euch einen Spoiler verraten? Spoiler uns! Am Ende stellt sich heraus, dass man die Wappen gar nicht braucht. Sondern es im Herzen der Menschen liegt. Nice! Krass. Aber man muss sich ja was ausdenken. Gut, gehen wir weiter. Richtig. Cutscene. Fußballplatz? War hier ein Fußball... Was? War hier wirklich ein Fußballplatz? Früher? Ich weiß es nicht mehr, es ist zu lange her. Ich muss mir die Staffel nochmal geben. Wow, da ist ein Fußballtor da. Okay, lass uns aufteilen und nach den Wappen suchen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich muss mich ausruhen. Hey, fass dich zusammen. Lass ihn ausruhen. Unser einziges Mittel ist der Anhänger. Hinweis. Unser einziger Hinweis. Ach stimmt, Hinweis, Clue. Blues, Clues. Richtig. Blau und schlau gelöst. Unser einziger Hinweis ist dieses Wappen, dieser Anhänger. Joey und ich werden für das nach dem Wappen suchen. So, der Rest von euch kann eine Pause machen. Ich gehe mit dir. Nice, erstmal Fußballplatz. Gehen wir hin, nice. Mal was in den Schildern gucken. Was steht da? Ist das so eine Art Schild? Das ist so ein Eingang, so ein begrenzter. Das ist so ein Absperrschild, ne? Ja. Das ist schon nice designed, ne? Für so ein PSP-Spiel. Schon echt cool. Hey, ein Fußballplatz, hä? Du spielst Fußball, richtig, Sora? Ja, aber meine Mutter mag das nicht so wirklich. Ist dagegen. Leute, ich muss euch was erzählen. Meine Frau möchte unbedingt eine Figur von Zack haben. Ah. Schreibt mal in die Kommentare, ob es da irgendwelche geilen Figuren gibt. Also Zack aus FF7. Danke. Ja. Zack. 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 Ist das nicht merkwürdig, ein Fußballplatz hier? Haben wirklich haben die antiken Menschen damals Fußball gespielt? Frag mich doch nicht Dinge, die ich nicht wissen kann, Mimi. Ich sehe nicht irgendwelche mysteriöse Schriftzeichen wie das in den anderen Ruinen. Na, es ist nicht so, als wenn du eine Ruine siehst, hast du alle gesehen. Da hat er recht. Hat er wirklich recht. Er sagte, dass die Amulette unser einziger Hinweis sind. So, sie machen uns aber nicht so wirklich eine große Hilfe. Ja. Wir wären ihm keine große Hilfe, hätte ich gesagt, glaube ich. Kann mich aber auch irren. Wie auch immer. Ich wundere mich, ob wir wirklich die Wappen finden, nur wenn wir über diesen Kontinent wandern. Ja, wir wissen ja nicht, wie weit entfernt die Wappen auf die Amulette reagieren. Naja, ich würde nicht sagen, dass man halt einen Kilometermarsch mal hinter sich legen muss, ne? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Irgendwas so, ne? Ist dir heiß, Tokomon? Wenn ich Patamon wäre, könnte ich dich mit meinen schwingenden Flügeln kühlen. Du bist fähig zu digitieren. Häng dich rein. Oh, wie nett. Nett. Nice. Läuft bei dir. So, Joey, Fußball spielen? Jetzt ein Fußball-Minispiel wäre nice. Ja, ne? Das wäre richtig geil.
Die Wappen sollten irgendwo hier im Kolosseum sein. Ist das Amulett... Reagiert das Amulett immer noch? Ja, und es ist stärker als sonst. Ich denke, wir sind sehr nah. Wow, ein Fußball. Hey, wollen wir Fußball spielen? Klingt nach Spaß. Ja, wir können es aufteilen in Menschen, in ein Menschenteam gegen ein Digimon-Team. Was ist Fußball? Fußball ist wie das... Wie könnt ihr an einem Fußballspiel denken in einer Zeit wie diesen hier? Och, Mann. Oh, Tai. danke fürs Kommen. Ah, er ist hier. Beruhigt euch. Es ist ein anderes dreidimensionales Hologramm von Etemon. Wieder eine von vorhin. Von vorher. Wartet, Leute. Ah! Agumon. Geiles Gefängnis, ja, einfach hinten raus. Leute, seid ihr okay? Das Tor war eine Falle. Sie haben uns in diesem Netz gefangen. Ey, geh doch einfach hinten raus. Das ist das Problem. Echt? Da frage ich mich auch gerade, ne? Hä? Ah, ich würde das nicht anfassen. Es ist... High Voltage. Hochstrom? Ja, Hochspannung irgendwie so, ne? Ja, genau. Es ist eine Hochspannung auf diesem Netz. Lass alle gehen. Ups, einer ist wohl rausgekommen. Wirklich, ich würde es lieben, dein Gegner zu sein, aber leider, ich bin im Moment zu weit weg. Aber mach dir keine Sorgen, ich habe einen speziellen Gast vorbereitet. Ein Special Gast? Ich bin sicher, ihr werdet überrascht sein. Hip, hip, hooray! Okay, ich bin gespannt. Ich auch. Was? Ein Greymon? Hab ich dir nicht gesagt, du bist überrascht? Genießt meine spektakuläre Produktion. Los jetzt, lasst uns beginnen. Es ist Showtime. Ich werde Showtime jetzt nicht übersetzen. Nein. Kämpf weiter, Greymon. Du kannst nicht verlieren gegen so einen Faker. Alter, voll der Faker, ey. Ja, voll der Faker, Alter. Du musst digitieren, Greymon. Der Kampf endet, wird nicht gut enden zu diesem Zeitpunkt. Außer er digitiert. Goon, lass mich kurz das googeln, Alter. Ja, was bedeutet Guna? Da gibt's keine Übersetzung für. Das ist halt diese Übersetzung, dieser Patch, ne, auf Englisch-Patch, ne? Wenn du denkst, du, Alter, da muss bestimmt ein Fan hintersetzen. Ja, Fans übersetzen meistens nicht richtig. Das ist das Problem. Dann kann ich's nur übersetzen so. Außer er digitiert. Er ist ein Guna. Digitier, Greymon. Du musst digitieren. Es funktioniert nicht, Tai. Dein Wappen reagiert nicht. Er kann nicht digitieren. Er kann es. Greymon, du kannst es. Glaub in deine eigene Kraft. Siehst du nicht, dass seine Bewegungen ein bisschen langsamer sind als normal? Das ist richtig. Sein Körper fühlt sich schwer an, weil er wohl zu viel gegessen hat. Also, es sieht so aus, als würde es schon enden. Wie langweilig. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, so schnell wie möglich. Aber wie? Ah! Leute? Oh, seid ihr okay? Sieht aus, als geht's uns allen gut, aber wo sind wir? Es sieht danach aus, dass wir in irgendwelche Ruinen gefallen sind unterhalb des Kolosseums, im Keller vom Kolosseum. Die Amulette reagieren nicht mehr so stark. Ich denke, wir wurden von den anderen, von den Wappen getrennt, als wir gefallen sind. Aber Tai und Greymon sind immer noch da oben.
Wir müssen wieder zurück und sicher gehen, die Wappen zu finden. Ja. Noch ein anderen Wappen und sie können uns nicht mehr verletzen. Wieso? Ich will endlich Skullcreeper sehen, Leute. Ja, ich Was auch. Was ist los? Siehst du, selbst wenn wir den Rant nicht gehabt hätten, hätten wir Skullcreeper nicht gesehen. Eben. Ah, das Wappen reagiert hier stärker. Amulett reagiert hier stärker, der Wappen muss hier in der Nähe sein. Wir haben es geschafft. Los, beeilen wir uns, Joey. Ja. Hat er nicht gerade noch gesagt, als sie gefallen sind, sind sie weiter weggekommen und jetzt reagiert das Wappen wieder. Ach, ja. Tropft mir aber so Fettarsch im Weg. Wo sind wir denn? Wo müssen wir eigentlich hin? Und es ist halt echt Stille hier. Ah, der Wappen. Ja, ich weiß. Hast du eben schon gesagt. Ja, hast auch schon gesagt. Ja, hast du gesagt. Einfach weitergehen. Ja. Ah, der Weg ist blockiert. Das Amulett reagiert definitiv stärker, wenn wir hier sind. Das hilft uns aber nicht weiter. Wir müssen wohl schnell eine Umwegsuche nehmen. Ja. Richtig. Meine Güte. Dann gehen wir halt einen Umweg. Wo ist das Problem? Echt so. Ich mag es überhaupt nicht, wenn es so wirklich so krass still ist gerade, ne? Nee, weil man dann am besten durchgängig reden muss, weil sonst merkt man halt die Stille im Spiel, ne? Ja. Und das ist halt nicht so geil. Oh Gott, natürlich. Alter. Oh ja. War aber klar. Aber zumindest war ein Kampf hier. Richtig. Und natürlich wurden wir, ja. Ja, gleich, oh Gott, ja. Leute, kann nichts. Sehr gut. Wer ist ein Level, ne? Champion mit Digitieren, ne? Ja, Digitieren wir auch auf Level Champion. Fuchsfeuer. Mach Fuchsfeuer. Nice. Alter. Das ballert rein. Die Kakumon haben wir lange nicht mehr gesehen. Die Kakumon ist nice, ne? Ja, hat schon was, ne? Ich frag mich ja, was das Maximal-Level ist. 99 ist das Maximum-Level. Hast du geschaut? Ja, weil als ich letztes Mal die Lösung nebenbei aufhatte, um zu gucken, wie weit wir leveln mussten. Achso. Also nicht, um den Miku zu führen, sondern nur, um zu leveln, Leute. Verwechselt das nicht. Wir spielen das hier blind. Da habe ich dann mal bis ganz runter gescrollt, um zu gucken, was die empfohlenen Level sind. Und da steht nur 99. Also wird 99 alles das Max-Level sein. Sehr gut. Artika runterschip. Genau. Lower Artika. Ach so, bei einer Gegner, okay. Yo. Wir kriegen gute Chips hier in der ganzen Zeit. Der wir müssen ist unbedingt gut, Alter. Bei der nächsten Session werden wir mal ein bisschen offscreen vorher nochmal die Wappen sortieren. Also ich meine, die hoch, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, die Chips werden wir mal ein bisschen neu anordnen. Da ist doch einer. Es ist eine egal. Eine Wand. Es ist eine Sackgasse hier. Es ist nicht. Die Wand zeigt ein Symbol, wie Tai's Wappen es schon mal gefunden hat. Oder wie Tai sein Wappen gefunden hat. Genau, jetzt hast du es. Meine Güte. Wie Tai sein Wappen schon mal gefunden hat. Meine Güte, ja, manchmal ist das halt, du liest das halt und dann ist es komplett irgendwie, ach, ihr wisst es. Ne? Genau, man fängt dann halt einfach schon an zu übersetzen und das versuche ich du fängst halt auch, schon, ja. Das versuche ich zu vermeiden. Die Wand ist, sie glüht. Es glüht, Joey, das Wappen. Es ist mein Amulett. Wir haben es geschafft, wir haben Joeys Wappen gefunden und Miku liest meinen Text. Ja, das passiert manchmal, wenn ich so übereifrig bin. Lass uns zurück nach zu Tai zu gehen. Ja, vorher safen wir uns ein Weg hier. Meine Güte, geht die Episode lange. Kann das sein? Ja, das ist so. Du kannst nicht gewinnen, wenn du. Du kannst gewinnen, wenn du digitierst, aber. Aber nur wenn du digitierst. Wir sind endlich zurück. Tai ist hier. Tai! Kremon wird verlieren, wenn er so weitermacht. Tai, wir halten dir den Rücken frei, oder was? Was sagt er? Ja, ja, ne? Das ist richtig. Geht nicht im Weg. Das ist meine Chance, Kremon zu digitieren zu lassen. Tai, pass auf.
Ich hab keine Angst. Los! Ah! Ich sehe, du willst cool wirken. Naja, ich werde dich platt machen, wie du willst. Ja, Tai will hier sich die Gefahr aussetzen, damit Kremon digitiert, ne? Ja. Das ist ziemlich dumm. Voll mit Absicht. Ich glaube an dich. Du musst digitieren, Kremon! Uff, sah das geil aus, ne? Ja, das war echt cool. Das ist... Was ist nur los? Oh nein, das ist Skull Greymon! Ist das Greymons digitierte Form? Wie das andere Greymon einfach so umdreht? Ja! Nope, heute nicht. Ah, mein Greymon! Mein Netzwerk! Skull Greymon, bist du wirklich Greymons digitierte Form? Snap out of it? Was bedeutet das? Ich glaube, halt dich von ihm fern, renn. Ja, ne? Irgendwie so, ne? Ja, genau. Ah! Wir müssen herausfinden, wie wir ihn stoppen. Zoe! Das liegt jetzt nur an dir. Hier ist die Absperrung, hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen ihn stoppen. Oh nein, Joey. Okay, los geht's, Leute. Oh, shit. Oh, gegen Skull Greymon ist Ultra-Level, ne? Yes, das ist Ultra. Aber die Digitation war schon cool. Ja, die war richtig nice. Wir müssen unser Bestes geben. Definitiv. Oh, was? Der hält da viel aus. Was kannst du? Wir müssen Verteidigung erhöhen. Definitiv. Besser ist Verteidigung erhöhen, ne? Definitiv, ja. Oder? Auf jeden Fall. So, erstmal musst du digitieren. Skull Greymon sieht aber schon cool aus, ne? So als Model, ja. Wenn man das jetzt so sieht, ne? Schade, dass es die Modelle nicht für die Okay, wir können auch healen, glaube ich. Sehr gut. Ne? Ohne zu verschwenden. Bitte was? Ich glaube, die Modelle gibt's nicht für MMD, für Thumbnails, ne? Ich kann die porten. aber ich habe keinen Bock zu. Ja, gut, glaube ich. Das ist natürlich klar. Also ich hab sie, ich könnte mir die runterladen, also ich kann das wirklich, hab ich schon mal getestet. Aber wenn ich jedes Modell porte, es würde zu viel Zeit fressen. Ja, glaube ich. Deswegen lasse ich das. Ist ja auch bei Animal Crossing Modellen so. Ich habe Probleme damit, Thumbnails zu finden, weil ich einfach keine Modelle habe. Ja, es gibt von den Items Modelle. Also wenn du willst, kann ich dir die porten, wenn du Bock hast. Ja, aber das kostet auch Zeit. So. Es geht. Also bei den Items geht das ja. Da muss ich ja keine Bones umbenennen oder so. Ah, okay. Ja, das macht Sinn. So, aber egal. Relativ. Genug über Modelle geredet. Wir wollen genau, gegen also Skull Greymon kämpfen. Ihr versteht gerade wahrscheinlich gar nichts. Ja, ich bin da halt zugange. Ich kann Modelle porten, also die Ingame-Modelle kann ich halt machen. Ich habe eine eigene Animationsserie, falls ihr reingucken wollt. Pokecross heißt das. Ist genau. Gut. Ich mache da übrigens auch mit, Leute. Genau. Er ist synchronisiert. Hat mehr Aufmerksamkeit verdient, auf jeden Fall. Yes. Finde ich auch. Aber ich muss aber auch ehrlich sagen, ne, ich setze mich auch ein bisschen so unter Druck damit. Ich habe immer ein bisschen Angst. Ah, die Leute warten und man will halt fertig werden, aber wenn etwas gut werden will, braucht es halt nur mal Zeit, gerade weil es ein Ein-Mann-Projekt ist. Was kannst du eigentlich noch? Mega Heal. Alter, Mega Heal ist gut, ne? Cure Sticky? Nee, komm, wir machen einfach weiter. Ja. Der Part wird durch Skull Greymon jetzt ein bisschen länger. Ja, denke ich auch. Weil der braucht halt wirklich. Der hält viel aus. Vor allem über Level sind wir definitiv nicht. Das ist ein richtiges Tankmonster, ne? Alter. Ja, ich sehe das schon. Aber der Miku lernt mich auch bald ein ins Animieren. Dann werde ich bei Pokecross auch mal hier und da aushelfen, damit der. Alter, Ground Zero macht so viel Schaden.
damit der gute Verteidigung schneller normal vorankommt, sag ich mal so. Ja, ich setz mich aber wirklich, bin auch ehrlich, ich setz mich da ein bisschen selber unter Druck, weil ich möchte ja auch irgendwann abliefern, aber was soll man machen? Ja eben, wenn's gut werden soll, lass dir Zeit, das ist halt so. So, aber egal, wir sind im Kampf gegen Skullgrave. Ich mache ja auch ein bisschen Let's Plays, Leute. Und Let's Play brauchen auch viel Zeit, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin teilweise aber auch ein bisschen lieber, weiß nicht, ich mach mir gerne mehr Arbeit. Workaholic nennt man das. Ich glaube, das bin ich. Ich glaube, wenn ich mich am PC setze, mache ich immer irgendwas. Ja, das und wenn kenn ich halt ich. Nur am, und das Ding ist, ich möchte halt ungern nur an einer Sache arbeiten, wie zum Beispiel jetzt hier Pokécross. Wenn ich nur das Skript schreibe, ich brauche Abwechslung dabei. Und die Abwechslung habe ich halt nur beim Animieren, nicht beim Schreiben. Und das ja. ist halt so. Kenne ich, aber ich bin genauso ein Workaholic, wenn es um meine Projekte geht. Das ist halt. Dann bin ich mache halt gerne locker irgendwas. Bis 16 Uhr jeden Tag am Machen und Tun. Ab und an sitze ich halt gerne mal hier an einem Tag an mehreren Endcards gleichzeitig oder so. Habe ich voll Bock drauf. Oder an Thumbnail Designs oder so. Ja, aber wahrscheinlich arbeite ich schreiben immer. Ist. Ja, das ist halt das Ding. Ich meine, wenn du die Story schon hast. Du hast die Grundstory, du weißt, was passiert, aber du musst halt trotzdem alles ins Detail aufschreiben. Du schreibst ja sozusagen dein eigenes Drehbuch dabei ja, noch. Ja, ich weiß. Und da ist es halt schon sehr öde nach einer Zeit. Aber desto schöner ist es, wenn du wirklich mal Lust drauf hast, weiter zu schreiben und du halt wirklich einen langen Text fertig weiter am Tag fertig gemacht hast. Richtig. Aber gut Ding, dann eine ist es schon haben, ziemlich ne? geil. Also. Ja, eben. Abwarten. Der Miku macht das nämlich, was ihr wissen müsst, ist ganz wichtig. Er macht das alles selbst im Moment. Ich kann ihm nicht helfen. Ich bin nicht so gut im Animieren. Da wird mich der Miku aber in den nächsten paar Tagen oder Wochen einlernen, weil dafür produzieren ja. wir Digimon gerade ganz viel vor. Und dann helfen eben. Mit so ein paar kleinen Animationen halt auch mal aus. Dann ja, geht eben. Ein paar Pokémon, die im Hintergrund sind, kann man ein bisschen animieren. Kannst du ein genau. bisschen animieren. Mal gucken. Alter, Skullgrave ist gleich vernichtet, ne? Den haben wir gleich richtig zerstört. Der ist aber auch sehr tanky. Das ist so ein richtiger Bullet Sponge, Alter. Der hält so viel aus, dass. Ja. Das ist krass, Alter. Wir hauen unsere stärksten Attacken ständig die ganze Zeit rein. Aber das ist der Unterschied zwischen Ultra und Champion wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Der ist hier gut dargestellt, wenn es so ist. Das ist schon echt krass. War das nicht auch so, dass. Ah, ich will nicht spoilern, wenn ich das jetzt im Part erwähne, wäre das kacke. Wir warten einfach erstmal ab. Kannst du gleich aufscreen, mal erzählen, was du meinst. Genau. Oh, jetzt. Meine Güte, Alter. Einfach. Das ist aber auch so ein ultra nerviges Ding. Ja. Der hält so viel aus. Das ist unfassbar. Stell dir mal vor, wäre nicht gelevelt oder so. Der hätte uns zerstört. Der ist so kacke wie manch Gegner in FF7 Remake, Alter. Naja, bei FF7 Remake bist du aber ist halt ein Action-Car, da ist schon wieder was anderes. Da wird dir nicht so schnell langweilig, auch wenn du die ganze Zeit draufklopfst. Aber hier, uff. Ja. Verstehe das schon. Wie gesagt, aber ich mag solche rundenbasierten Kampfsysteme sehr gerne. Ja. Was ist passiert? Hat er keine Energie mehr? Er ist zurück zu Koromon digitiert. Geht's dir gut? Ja. Aber es sieht so aus, als hätte ich euch schlimme Dinge angetan, Leute. Ich konnte nichts tun. Mach dir keine Sorgen darum. Ach ja. Ich hab gedacht, links kommen jetzt wieder die Menschen. Ja, ne. Manchmal ist das so verwirrend. Auch immer. Es verwirrt mich auch sehr doll. Ja. Es endete damit, dass ich euch enttäuscht habe. Es tut mir wirklich leid. Nein. Es war nicht deine Schuld. Derjenige, der die Schuld hat, war... Ich weiß, es war ich. Und das ist nicht, was ich sagen wollte. Bevor ich das wusste, ich war wirklich sehr ungeduldig, weil ich das Wappen hatte. Es fühlte sich an, als müsste ich gegen mich selber kämpfen. Oder gegen mich selber ankämpfen. Es tut mir leid, Leute. Es ist wirklich. Koromon. Uff, Leute. Uff. Uff, ja. Was ein Part. Ja, krass. Was ein Part.
Was ein Part, oh, ja. Endlich mal wieder eine Sidequest, Ja, genau. Das heißt, freut euch doch. Freut euch keine Story mehr, sondern wir machen Sidequests im nächsten Part. Nice. Oh ja. Aber Leute, dann war's das für diesen Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Kommentar, Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und teilt dieses Video einfach nur, weil die Cutscene richtig cool war. Und wir über Pokécross geredet haben. Ja, gut. Das stimmt auch. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Bis dann.